Ich bin großer Fan von kompakten PCs und daher haben wir über die Jahre schon die verschiedensten ITX-Systeme gebaut. Von eher klassisch über so klein wie möglich bis hin zu komplett abgefahren war schon einiges dabei und das heutige Projekt läuft eher unter dem Motto Minimalismus. Ich bin vor einigen Monaten über das Motive Monument gestolpert und nachdem ich die ersten Systeme damit gesehen habe, war mein Interesse definitiv geweckt. Alle Details erzähle ich euch nach dem Intro und einem kurzen Spot. Viel Spaß dabei! Mit dem neuen Wave 3 erweitert Elgato sein Streaming-Zubehörsortiment um ein professionelles Mikrofon samt umfangreicher Mixing-Software. Das Gerät kommt mit einem hochwertigen Tischstativ, kann aber natürlich auch an einem herkömmlichen Mikrofonarm montiert werden. Über verschiedene LEDs hat man einen direkten Überblick über seine Aufnahme, per Drehregler lässt sich unter anderem das Eingangslevel anpassen und über einen Fingertipp auf die Oberseite wird das Mikrofon stumm geschaltet. Die Verbindung erfolgt zeitgemäß per USB Typ C und dank der Elgato Wave Link App stehen euch jede Menge Einstellungen und sogar ein umfangreiches digitales Mischpult zur Verfügung, worüber ihr bis zu 8 Audioquellen abmischen könnt. Das Ganze integriert sich natürlich perfekt in das Elgato Ökosystem, sodass ihr per Stream Deck im Handumdrehen das Mixing anpassen oder zum Beispiel bestimmte Quellen stumm schalten könnt. Diese Werbung wurde komplett mit dem Mikrofon aufgenommen und nicht nachbearbeitet, ihr könnt euch also einfach selbst einen Eindruck von der Qualität machen. Das Wave 3 ist ebenso wie der kleine Bruder Wave 1 ab sofort verfügbar, den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Da das Motive Monument der Mittelpunkt dieses Projektes ist, schauen wir uns das Teil direkt mal genauer an. Eigentlich ist das gar kein Gehäuse, sondern vielmehr ein offenes Gerüst und es besteht komplett aus fast 5 mm dickem Stahl sowie aus nur 2 Einzelteilen. Ich habe zuerst die rückseitige Abdeckung aus dem Paket genommen und da staunt man schon mal nicht schlecht, denn alleine diese Platte wiegt fast 1,5 Kilogramm. Der Rest ist aus einem einzigen Stück Stahl gebogen und bringt stolze 5 Kilogramm auf die Waage, da weiß man auf jeden Fall, was man hat. Generell ist das gesamte Produkt extrem gut und vor allem präzise verarbeitet und das muss es auch, denn der Preis ist mit aktuell $235 bzw. normalerweise sogar $250 ziemlich heftig. Hinter dem Case steckt ein kleines Unternehmen aus Amerika namens Yule Beast Designs und die machen im Grunde nur so besonderes Zeug. Ich persönlich finde das mega cool und es ist irgendwo auch eine willkommene Abwechslung zu den sonst immer relativ ähnlichen Gehäusen, auch wenn sowas natürlich nicht unbedingt für den durchschnittlichen Nutzer in Frage kommen wird. Wir bauen jetzt aber auf jeden Fall ein cooles System in, naja, eigentlich nicht in, also eher mit dem Motive Monument. Dafür setzen wir auf AMD und zum ersten Mal auf eines der neuen B550 Mainboards, nämlich dem Asus Strix B550i Gaming. Das ist ein wirklich schickes Teil mit guter Spannungsversorgung, aktiver Kühlung und für die Größe umfangreicher Ausstattung. Es gibt zwei M.2 Steckplätze, USB 2.0, 3.0 sowie Typ C, 4x SATA, 2 RGB-Header und 3 Lüfteranschlüsse. Im I.O.-Bereich finden wir HDMI, DisplayPort, einen 2,5 Gigabit LAN-Anschluss, insgesamt 6x USB, wovon allerdings 2 Stück das Typ-C-Format haben. Zumindest einen weiteren Typ-A-Port hätte ich hier schon gerne noch gesehen. Ansonsten haben wir noch WLAN mit dem neuesten AX-Standard, Bluetooth 5.1 und natürlich die Audio-Anschlüsse. Als CPU wollte ich erst den Ryzen 5 3600 verbauen, allerdings habe ich mich dann für einen Ryzen 7 3800X entschieden, da ich den noch liegen hatte und der Kühler, den wir hier nutzen werden, auch definitiv stark genug dafür ist. Wir werden nämlich den Be Quiet Dark Rock TF verwenden, der mit stolzen 220 Watt TDP spezifiziert ist. Das ist echt ein dicker Brocken, der durch seinen Top-Low-Aufbau aber nicht übermäßig hoch ist und daher sehr gut in das spätere Gesamtbild passen sollte, nicht zuletzt wegen des wirklich schicken und dunklen Designs. Dieser Kühler wird auch explizit vom Hersteller des Motive Monuments empfohlen, eben weil Leistung, Optik und die Abmessungen perfekt für das Case geeignet sind. Aufpassen muss man allerdings etwas auf die RAM-Höhe, weswegen ich mich erstmal für den guten alten Corsair Vengeance RGB entschieden habe. Ich wollte nicht auf Beleuchtung verzichten, hatte aber Sorge, dass das Pro-Modell nicht unter den Kühler passt. Später hat sich herausgestellt, dass das Pro-Modell gepasst hätte, allerdings finde ich den Vengeance RGB nach wie vor ziemlich schick. Wir haben hier ein 16 GB Dual-Kit mit 3000 MHz CL15. Beim Massenspeicher setzen wir ausschließlich auf eine M.2 SSD, weil für SATA-Speichermedien schlichtweg kein Platz ist. Völlig unmöglich ist es zwar nicht, aber ich möchte das Ganze so clean halten, wie es nur geht. Bei der Grafikkarte war es gar nicht mal so einfach, das richtige Modell zu finden, weil ich zwar durchaus eine vernünftige Leistung haben wollte, die Karte aber nicht viel länger als 20 cm sein sollte.
Theoretisch kann man zwar auch normal große Modelle verbauen, aber die stehen dann halt ca. 7 bis 8 cm über den Rand hinaus und das sieht meiner Meinung nach überhaupt nicht gut aus. Daher ist es dann die RTX 2070 Dual Mini von Asus geworden, die mit nur 19,7 cm so ziemlich die optimale Länge hat und laut Testberichten auch einen erstaunlich guten Kühler mitbringt. Und zu guter Letzt brauchen wir nur noch Strom, natürlich ebenfalls im Mini-Format. Ich habe hier das Corsair SF600, das trotz der kleinen Größe 80 plus Platinum zertifiziert ist. Es bietet mehr als genug Power für unser System und sollte auch unter Last sehr leise bleiben. Standardmäßig sind schon gesleevte Kabel im Lieferumfang, was auf jeden Fall cool ist. Für ein System mit dem Motive Monument würde ich aber definitiv auf passend angefertigte Kabel zurückgreifen. Der Hersteller empfiehlt dabei eine Länge von 60 bis 65 cm und genau das habe ich auch bei CableMod geordert, in Schwarz, Grau, Blau. Wir hatten schon ewig kein System mehr mit blauen Akzenten auf dem Kanal und ich glaube, das wird hier sehr gut aussehen. Damit bauen wir das ganze Ding jetzt auch direkt mal zusammen. Das war erstaunlich stressfrei, muss ich sagen. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass das Kabelmanagement schon etwas komplizierter wird, aber im Endeffekt ging es dann doch ruckzuck und ich denke mal, das Ergebnis kann sich definitiv sehen lassen, auch bezogen auf das gesamte System. Wie ihr ja eben gesehen habt, habe ich den Aufkleber des Be Quiet Lüfters zuerst versucht, blau anzumalen, weil das normale Orange halt mal so gar nicht gepasst hat, aber das war weder präzise noch farblich gut getroffen, daher habe ich den Aufkleber dann einfach komplett entfernt. Hinzu kam in letzter Sekunde noch eine kleine Backplate für die RTX 2070, denn dieses Modell hat von Werk aus leider keine Abdeckung spendiert bekommen. Die Asus Dual Mini wurde eigentlich für das Intel NUC-Gehäuse designt und da sitzt die Karte halt sowieso vertikal drin. Der Kollege Custom Design bei Pat hat mir aber diese mattschwarze Backplate aus Acryl fertig gemacht und damit ist der cleane Look meiner Meinung nach perfekt. Die blauen Kabel sowie die blau eloxierten Schrauben setzen einen richtig coolen Akzent und auch diesen dicken Kabelstrang unten beim Netzteil finde ich irgendwie genial. An der Stelle interessieren mich aber natürlich eure Meinungen, lasst mir also unbedingt mal einen Kommentar da.
Dass so ein offenes System häufiger mal entstaubt werden muss, sollte klar sein, aber problematisch ist das im Endeffekt auch nicht, zumal so ein Aufbau ja ohnehin nicht so richtig für den Mainstream-Bereich gedacht ist. Es ist halt etwas Besonderes bzw. Ungewöhnliches und somit ein Hingucker. Was mich jetzt aber brennend interessiert, sind die Temperaturen sowie die Lautstärke und das sieht alles erstaunlich gut aus. Im Idle bzw. halt im normalen Desktop-Betrieb ist das Teil so leise, dass man teilweise zweimal hinschauen muss, ob der Rechner überhaupt an ist. Das liegt zum einen am sehr guten und generell ruhigen DarkRock TF, aber natürlich auch an der üblichen Lüfterstopp-Funktion der Grafikkarte. Lastet man die CPU stark aus, wie zum Beispiel mit einem Cinebench R20-Durchlauf, wird der Kühler leicht hörbar, ist aber nach wie vor ziemlich leise. Das hängt auch mit den Temperaturen zusammen, denn das Maximum lag nach sämtlichen Tests und mehreren Wiederholungen bei absolut vernünftigen 75 Grad. Im Gaming-Betrieb kann man je nach Spiel eher mit 60 bis 65 Grad rechnen und damit hört man CPU-seitig wirklich wenig von diesem System. Die Grafikkarte ist da schon die etwas größere Geräuschquelle, das war allerdings auch zu erwarten und wäre auch bei einem Full-Size-Modell der Fall gewesen. Die maximale Temperatur war mit 71 Grad erfreulich niedrig und dabei ist der Kühler zwar definitiv hörbar, aber auch nicht übermäßig laut oder sogar deutlich störend. Theoretisch könnte man sogar noch eine eigene Lüfterkurve erstellen und die Lautstärke damit weiter reduzieren. Bei der Temperatur hat man zumindest problemlos 5 bis 6 Grad Spielraum. Die Leistung dieses PCs will ich euch zwar nicht komplett vorenthalten, aber besonders umfangreich behandeln wir das Thema jetzt nicht, weil die Kombination von Ryzen 7 3800X und RTX 2070 halt auch einfach nicht super spannend ist. Daher schauen wir uns lediglich den integrierten Benchmark von Shadow of the Tomb Raider an, und zwar wie immer mit dem Ultrahoch Preset. In Full HD kommen wir auf durchschnittliche 111 FPS sowie mindestens 87 Bilder pro Sekunde. In WQHD erreichen wir hingegen noch 81 FPS im Durchschnitt und man ist mit mindestens 64 FPS unterwegs. Im Endeffekt sind das typische Werte für eine RTX 2070. Jetzt sind wir am Ende des Videos angekommen und ich bin extrem auf euer Feedback gespannt. Ich würde mich daher sehr über Kommentare und Daumen freuen. Damit verabschiede ich mich. Macht es gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.